Zu viele Grüße aus Haliotis. Ich habe mal was vor heute. Ja, grüß Gott. So. Es ist nämlich so, dass ich heute an einem Dach baue. Und zwar an einem Dach für dieses Haus, welches einfach nur aus Erde besteht. So etwas nennt man Casa de Taipa. Das heißt, das auf Deutsch Stampflehm. Und ja, was ist das? Das ist eigentlich nichts anderes, als dass diese Häuser, die so stabile Wände haben, das steht jetzt, würde ich sagen, seit ungefähr 40 Jahren, in Wind und Wetter und ist völlig stabil. Das heißt, ich kann etwas weiter da vorne ein Dach aufbauen. Das ist also offenbar eine hervorragende Methode, aber es ist nichts anderes als Erde. Ja, diese Erde kann man hier überall gewinnen. Und dann muss man im Grunde genommen diese Erde ausbuddeln. Man muss sie ordentlich nass machen. Und dann kommen hier Schalbretter hin, da und hier innen drin, und zwischen diese Schalbretter kommt diese nasse Erde rein und wird festgestampft. Und wenn die getrocknet wird, dann werden die Schalbretter eine Einheit höher gesetzt und man kann die Einheiten auch hier erkennen. Ja? Da unten sind die Abstände zu sehen. Nun kann man sagen, das ist eine vollkommen primitive Bauweise. Ich vergleiche das jetzt mal mit einem ganz modernen Bau, der allen Regeln der Isolationsunsitten entspricht. Ja, Unsitten deswegen, weil wir da Unmengen von Plastik reinarbeiten. Zum Teil enthält schon der Beton Plastik. Später enthalten die Tapeten dann auch irgendwelche Biozide, also gegen Fungi, gegen Pilze beispielsweise, Fungizide und so weiter. Aber eben auch die Baumaterialien, die man dann zum Isolieren verwendet, mehr oder weniger Plastik. Wenn man ein solches Haus abräumt, das dann unterm Dach aus Steinwolle oder Glaswolle eine Wärmeisolation, eine weitere Wärmeisolation nach oben enthält, dann hat man eine Serie von Sondermüllen, die man gezielt beseitigen muss. Wenn man so ein Dach bei einem modernen Haus abreißt, dann gelangen alle möglichen Feinstäube mit Glasfasern, mit Steinfasern, also mit Steinwollefasern in die Luft, und das ist für die Atemwege vollkommen degenerativ. Wenn dieses Haus hier, sagen wir mal ungefähr in 200 Jahren, überhaupt nicht mehr gebraucht wird, dann bleibt von diesem Haus nichts anderes übrig als ein Haufen Erde. Die Wände hier, die sind zwischen 50 und 55 cm dick. Das heißt, diese Wände speichern die Wärme. Ich habe in diesen Häusern, ich wohne jetzt in so einem schon seit längerem, ungefähr bis zum November mildere Temperaturen als draußen, weil die Hitze des Sommers gespeichert ist. Die lag dieses Jahr in Abweichung früherer Jahre, auch im Vorjahr übrigens, bei kaum mehr als 35 bis 40 Grad. Wir hatten früher, in früheren Jahren, 40 bis 50 Grad Lufttemperatur bei 20 bis 30% Luftfeuchte. Also eine relativ erträgliche Hitze. Ganz anders als in den Tropen, ja, wo wir da eine hohe Luftfeuchte haben. Das sind schon 24 bis 25 Grad, regelrecht gefährlich. Das ist also eine unglaublich geschickte Baumaßnahme. Man kann diese Häuser sogar zweigeschossig aufbauen. Will man sich stabiler machen, dann baut man eine Säule, wenn man Beton nehmen will, eine Säule hier von unten nach oben hin und setzt obendrauf einen sogenannten Ringanker. Dann fängt man die Last, die ein Dach nachher bewirkt, von diesem Erdkörper ab und schützt ihn länger. Manche dieser Häuser, die nicht diese Art von Ringankerstabilisierung haben, zeigen Setzungserscheinungen. Aber das können wir ja mit heutigen Methoden
problemlos kompensieren, wenn wir diese säulengestützten Ringanker aufbauen. Es sollte so ungefähr alle 5 bis 8 Meter eine solche Säule stehen. Eine hier, eine da und eine weiter unten, würden den Ringanker auf der Ebene stabilisieren. Und die Ringanker müssen natürlich mit Stahl armiert werden und das Stahl entsprechend miteinander verknüpft, sodass das ganze Haus stabilisiert. Eine vollkommen gute Maßnahme für 1- bis 2-stockige Häuser. Wenn ich diese Ringankermethode habe, habe ich praktisch ein selbsttragendes Dach auf diesen Säulen. Dann ist dieser Erdkörper vollkommen entlastet. Wenn ich das Dach ein wenig überborden lasse, so auf 1 Meter ungefähr, dann ist auch die Wand gegen Abrieb geschützt. Aber man beachte bitte, trotz jahrelangen, zum Teil intensiven Regens, ist dieses Material hier kaum ausgewaschen. Was will dieser Film? Ich möchte, dass wir diese Gebäude wertschätzen. Was man hier in Portugal in dieser Art gebaut hat, ist eine absolut hervorragende Baumethode. Alles kann man da hineinsetzen. Nachher auch in die Wohnung zum Beispiel Parkettfußböden oder ähnliches. Oder was man hier üblicherweise hat, sind Steinfußböden. Aber das ist gar nicht immer geschickt, weil wenn es draußen mal warm und feucht ist, dann lagert sich auf diesen Steinfußboden auch schnell Feuchtigkeit ab. Wenn ich einen Holzboden gut baue, dann kann das nicht passieren und ich muss einfach nur ordentlich lüften. Ja, Lüftungseinrichtungen müssen natürlich gegeben sein. Auf gar keinen Fall solche abgeschlossenen luftdichten Isolationsgebilde, wie das viele unserer modernen Häuser sein sollen. Was wohnmedizinisch, wohngesundheitlich sehr ungeschickt ist. Also eine Empfehlung, diese Art von Häusern zu erhalten. Und jetzt werde ich an mein Dach gehen, damit hier eine Werkzeugkammer entsteht. Danke, dass Sie zuschauen. Also wenn man mit solchen Häusern zu bauen beginnen will, dann ist es am besten zu Beginn der trockenen Jahreszeit. Das ist dann bei uns ungefähr ab Mitte April in der Regel. Da gibt es auch hin und wieder noch mal eine Regenzeit, ein paar Regentage. Mittlerweile in der neueren Klimaentwicklung haben wir manchmal Regen im Mai, ganz vereinzelt auch im Juni, können sehr stark sein. Aber insgesamt kannst du dann bis September bauen. Bis Ende September fällt hier in der Regel ab Ende März kein Regen. Nur mal so. Und die Häuser verdienen unsere Wertschätzung. Adeus! Solche Art von Wohngestaltung ist sogar mancherorts verpönt. So nach dem Motto, was will ich denn in einem Erdbau wohnen? Das ist überhaupt nicht berechtigt. Ja, schau dir mal so eine wunderschöne Wand an. Und natürlich kann man die auch geeignet verputzen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Kein Problem, so etwas zu verputzen. Ja. So, jetzt sind wir ein Stück weiter. Und zwar haben wir jetzt die beiden mit Hilfe Gewindestange hier mittig in diesem Erdkörper versenkt. Der Erdkörper zeigt keine Spur davon, aber erfahrungsgemäß sitzen die Dinge jetzt völlig fest. Und hier oben drüber kommt natürlich eine Mutter, sodass das drin das Ganze fixiert. Das heißt, diese beiden Balken hier, diese beiden Träger für das Dach, sind jetzt in der Mauer fixiert und können hier nicht runterrutschen. Und dasselbe werde ich bei dem und dem da drüben noch machen. Da kommen also jedes Mal noch diese entsprechenden Dornen hin. Und was man eben daran sieht, ist,
wie unglaublich praktisch dieses Erdmaterial zu bebauen ist oder zu bearbeiten ist. Ja? Ich kann das also wirklich nur empfehlen. Und wenn man sich das genau anguckt, was man hier sieht, also hier war die Schalung und hier war die Schalung. Das war jeweils so eine Packung, die man da reingebracht hat. Mal etwas feinigeres, mal etwas feineres Material, mal etwas gröberes, aber das spielt keine Rolle. In der Erosion durch Wind, durch Wasser, vor allem durch Regenwasser im Winter, ist natürlich das Grobsubstratige ein bisschen im Nachteil. Wenn man das ganz fein macht, hält diese Mauer unglaublich fest. Und wenn man jetzt dieses hier noch stabil verputzen will, dann könnte man zum Beispiel einen ganz feinen Lehm machen, wie hier überall im Land, ungefähr in 30 bis 50 cm Tiefe, als Lässivierungszone, als Tonauswaschungszone vorhanden ist, was uns bei den Pflanzungen Schwierigkeiten macht. Das Material können wir aber hier sehr gut verwenden, um fein zu verputzen, und dem kann man dann zum Beispiel auch noch Stroh oder Gras hinzumischen. Ja, Gras haben wir ja hier überall. Und ja, wenn da wirklich nicht mal ein Riss zeigt, es gibt hier auch Risse, ja, dieser Riss wird nachher zugemacht, da sieht man nichts mehr. Vor allem wird dieses Dach jetzt vermöge dieser Dornen, die das fixieren, diesen anderen Teil zusammenhalten und so ein bisschen wie ein Ringanker wirken. Das Dach wird aber relativ leicht. Da kommen nur diese normalen Alentejo-Ziegel drauf, von denen ja hier so ein paar Bruchstücke liegen, aber wenn sie vollständig sind, sind sie so lang. Und dann liegen die gewissermaßen wie Mönch und Nonne übereinander und geben diesem Dach die nötige Sicherheit. Ja, ein weiterer Film wird zeigen, wie es weiter aussieht. Es macht Spaß. Im Übrigen ergänze ich hier noch im Nachsatz, dass wir diese Arbeiten ja auch im Rahmen von Praktika zur Permakultur machen. Die dauern bei uns in der Regel 4 bis 6 Wochen. Unter dem sollte man kaum anfangen. Eine interessante Ausnahme hat neulich ein Praktikant gemacht, der von weit her kam, der aber immerhin eine gute Woche hier war. Und wir haben sehr viel bearbeitet. Unter anderem haben wir auch noch neue Beete gebaut. Guck. Und da haben wir sogar schon begonnen, eines einzupflanzen mit Zwiebeln. Da kommen dann später noch Erdbeeren dazwischen. Korkeichensavanne. Lebendig machen. Danke.